Bibidubi. Ich bin Whitey. Das ist ein schlechter Anfang. So, mir wurde ein wenig geholfen. Auf jeden Fall, ich soll zweimal an der Stelle schon vorbeigerannt sein, wo das ist, wo ich dachte, dass es da wäre. Und da ist es nämlich auch, bei der Brücke. Eigentlich war ja klar, dass es, dass es bei der Brücke ist, da wo ich auch dachte, dass es bei der Brücke ist. Hier nämlich irgendwo. Und jetzt gucke ich mal. Ich war anscheinend zu blind. Da! Fick ich! Weg mit dir! So, wir können ja auch einfach mal hier den kleinen Momblins umlegen. Momblin. Ich kann natürlich nicht auf die andere Seite gucken. Ich werde einfach jetzt mal Freischnauze das Falsche auswählen, den Enterhaken und nicht drüber kommen. Sehr gut. Sehr interessant gemacht. Wirklich sehr interessant. Hier nicht, aber ich probiere es einfach. Vielleicht zieht uns etwas. So unsichtbar, so... Ja, aber wir sind weiter. Wir können das Spiel endlich weiterspielen und wollen erstmal mit dem Baum reden. Denn das ist ein sprechender Baum. Ich bin ein sprechender Trottel, der schön die Bomben aktiviert von den Zyklopen-Heinis. Ah, Mann, bin ich gut. Das ist unfassbar. Ich bin fast so gut wie im Pfeilschießenspiel. So. Ja. Und was hast du mir zu sagen? Och, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keinen... Achso. Ja, der erzählt mir genau das Gleiche. Oder nein, ah... Unglaublich, dass gerade das Triforce auf Ganons Wunsch die Schattenwelt erschuf. Was Ganon damit bezweckt? Nun, dass der Sprecher hier anfängt zu sabbern. Kleiner Augenblick. Oh, das ist peinlich. Was Ganon damit bezweckt? Nun, das liegt auf der Hand. Wie meine Sabber gerade. Er will den gesamten Kosmos beherrschen und erscheint seinem Ziel sehr nahe. Da er über die Kraft des Triforce verfügt, glaubst du nicht auch? Ich weiß es nicht. Also, ich würde sagen, ich stehe ihm da halt noch richtig geil im Wege, aber ich bin halt nur ein kleiner Aushilfslink. Könnte mir vorstellen, dass wir da doch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Moment, da oben gab's doch mal einen Eingang. Reveal your secret. Oder auch nicht. Dann hier halt. What the? Okay, dann unter dem. Nein. Es gibt hier keine Höhle mehr. Das ist ja eine Schweinerei. Wo ist meine Lieblingshöhle hin? Ja gut, das war nur eine Höhle mit einer Fee und einem Herz. Aber nur eine Lieblingshöhle. Das sieht aus wie der Spielgarten des Todes. Ja, natürlich eine Wespe. Dann gehen wir erstmal weg und gehen wieder rein. So. Gehen wir jetzt auf den Spielplatz des Todes, wo die kleinen Tentakel-Sexmonster lustig an den ganzen Gerätschaften herumturnen. Oh, schön. Und die Eltern passen auf. Der große Zyklopenpapa. Da kann ich noch nicht hin. Okay. Ich muss nicht jeden umbringen. Wir können auch ein bisschen friedlicher durch das Spiel gehen. Eventuell sind das auch nur verzauberte Zyklopen, die eigentlich sehr nett sind. Eigentlich keinem was antun wollten. Genauso wie die Ritter. Hä? Wie kam er hier durch, aber ich nicht? Naja. So. Ach ja, den kann ich nicht bewegen. Gut, ich komme beim Spielplatz noch nicht weiter, wie es scheint. Doch, wenn wir nämlich hier lang gehen, da lang gehen, da lang... Aha! Natürlich kommen wir weiter und kommen... Ich benutze den Spiegel. Eventuell bringt uns der Spiegel hier des Rätsels Lösung noch etwas näher. Was für ein Rätsel eigentlich? Oh, Tatsache! Hallo, Max! Du schlauer kleiner Koboldwicht! Irgendetwas in meinem Gehirn muss super funktionieren und mir das Zauberpulver als Möglichkeit dessen geben, womit ich Wände aufmachen kann. Nein. Jawohl, ja! Zerbröckle Wand! Du hast ein Herzteil gefunden. Ich schaffe 100%. Ich... pokere gerade sehr hoch mit dieser Aussage, aber ich schaffe 100%. Das muss möglich sein. Weil ich... Also, das läuft ja. Nein, oder? Es ist spannend, wenn sowas passiert. So, dann warten wir halt hier. Und gehen jetzt rein. Ich dachte schon, ich stecke jetzt irgendwie fest in einem interdimensionalen Loch des nicht mehr rauskommens. Aber... Busse Goren. Link schafft alles. Gut, dann müssen wir den langen Weg wieder zurückdümpeln. Oh, ach wie, ach was, ach so. Ach nee. Ach, halt die Luft an. Ich kann die Dinger so zerstören. Ich sollte viel öfter gegen Sachen einfach laufen. Meine Fresse, natürlich. Oh, wie viele von den Dingern habe ich jetzt schon damit übersehen? Und oh, da gab es so viele. Ich Depp. Guckt euch das... Ja, eine Fee. Die letzte habe ich nicht eingefangen. Dann fange ich mir doch mal die ein. Also ich schimpfe schon wieder über mich. Das ist ja nicht mehr feierlich. Hallo? Hallo? Pff, will die mich jetzt komplett verarschen? Ja, das war ja eine tolle Fee. Das war die Flüchtefee. Tschüss, Fee.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, deine Bekanntschaft irgendwie nicht gemacht zu haben. Was eine blöde Fee war das denn? Ja, legen wir hier Papa Zyklop den Weg frei. Auch da. Ach nee, ich dachte doch, da wollte er durch. Sehr gut. Ich habe das alles nur für Papa Zyklop gemacht. Gegenlaufen. Hören, natürlich. Ich probiere es mit allen Sachen. Niemals mit dem Gegenlaufen. Niemals. So, was haben wir denn hier für eine interessante Höhle? Ein... sieht aus wie eine Schule. Die Schule der Zwerge. Nein, die Schule der... Oh, Moment. Das Spiel kenne ich. Und ich habe keinen Respekt mehr vor dir. Ja, dann halt so. Okay, was hat uns der Lehrer Oktopus denn so zu sagen? Hi, Kumpel. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. So reden für mich Oktopusse. Aber dieser Haus ist ganz billig. 20 Rupine. Glaub mir, es lohnt sich. Ja, ich hab alles Geld der Welt. Danke, Kumpel. Ich verrate dir etwas. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist aber versperrt. Normale Bomben richten da nichts aus. Schade. Ja gut, okay, dafür kriegen wir volle Energie für 20 Rubine. Das ist es auch wert. Und dass ich irgendwann nochmal an den Riss an der Pyramide eine Bombe gelegt hätte, das war mir selber sogar klar. Wow, das war knapp. Also, naja, gut. Im Endeffekt haben wir jetzt nur unsere Energie hier wieder aufgefrischt und nicht unbedingt mehr. Meine Güte, der hält aber auch einiges aus, der Zyklopenpapa. Oh, wo geht's denn da lang? Ja, okay, warum ein Pfeil nach unten? Das, ja, hätte ich mir denken können. Moment, erstmal Tentakel-6-Monster wegmachen. Aber wenn der Pfeil hier so komisch nach unten zeigt, da kriege ich doch glatt schon wieder Lust zu graben, wollte ich sagen, aber ich habe keine Schaufel. Das war natürlich sehr schwachsinnig. Dann können wir hier auch nichts machen. Der Pfeil zeigt bestimmt irgendein krass supergeiles Geheimnis an. Aber mit dem Pfeil kann ich überhaupt nichts anfangen. Schluff. Höhle. Pff, ach nee. Gut, früher war da die Kathedrale, jetzt ist da die Höhle. Gehe ich erstmal ins Dorf, gucke ich mich weiter um. Gut, und hier gibt es nicht mehr den Teleporter, wie ich eigentlich dachte, dass es den im Wasser gäbe. Aber den gibt es hier nicht. Was es hier aber stattdessen jeden Moment gibt, oder nee, ich bin schon wieder dran vorbei. Das gab es nämlich woanders. Ja, das gab es woanders. Da gab es nämlich auch diese Steine, wo ich einmal dachte, oh, da kann ich doch bestimmt nur mit Bomben machen, aber nein, die kann ich ja nur mit Gegenlaufen machen. Wie komme ich denn darüber? Achso, da? Ah, da, okay. Hüpf. Hüpf und hinein in das Pokémon-Haus. Denn bei Pokémon gab es auch eine Stelle, wo man so zweimal runterhüpfen musste, um dann reinzukommen. Was ist das für ein Schild? Das ist mein Geschild. In einer gefährlichen Welt kannst du einiges gebrauchen. Such dir etwas aus. Das ist mein Schild. Ich brauche mein Schild nicht nochmal. Eine Wespe habe ich auch. Nö, ich brauche nichts. Wunderbar. Ich habe alles. Dankeschön. Tschüss. Ich liebe Bumsch, 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 Bumsch. Die Musik ist so toll. Ich laufe einfach mal hier gegen. Na, passiert ja nichts. Gut. Wir können es ja immer mal probieren. Ich laufe halt immer mal so random gegen ein paar Bäume. Irgendeiner muss ja mal irgendwas haben oder so. So, hier sieht's. Oh, der da kann reden. Ich will wieder einen gesprächigen Baum haben. Der hier. Flomsch. Hör auf, mich zu belästigen. Alles klar, gut. Dann lassen wir Papa Baum doch mal in Ruhe und gehen einfach weg. Jetzt in das Dorf, Kakariko. Komm, genug Zeit verschwendet. Ich. Oh, ein roter Ochsenknecht, Ritter. Alles klar. Uwe Ochsenknecht, verrecke! Das ist nur der normale Wahrsager. Da nach oben geht es zu dem Eingang des Waldes. Da muss ich auch als nächstes hin. Aber ich sollte erstmal ins Dorf und nämlich die Ocarina abgeben. Oh, pff. Was? Alles klar. Die Ocarina abgeben. Ah. So, jetzt schaffen wir es doch mal bitte, wirklich mal wieder eine Fee zu fangen, wenn ich nicht... Jawohl, ja. So, und da es hier diesen Stein gab, möchte ich in der anderen Paralleluniversumswelt natürlich auch den anderen Stein kaputt machen. Hallöch, oh, ist das wieder schön hier, ey. Ja gut, nur Bomben, das war's nicht wert. Mit Gegenlaufen. Überall immer mal wieder Gegenlaufen. Ich vergesse es zu sehr. Na, haben wir draus gelernt. Kakariko, was nicht mehr so schön ist, wie es einst war. Oh nein, oh nein. Das, also wir erinnern uns, wie Kakariko mal ausgesehen hatte. Eigentlich echt ein hübscher Ort, ein hübscher Ort, aber mittlerweile gar nicht mal mehr so. Hör auf, mich zu belästigen! Ah. Ich dachte, es wäre ein ehemaliger Dorfbewohner gewesen. Dies ist das Dorf der Verbannten. Kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Ja, also wir, würde ich sagen, haben genug davon. Da werde ich doch mal gleich schauen, ob es in der anderen richtigen schönen Welt nicht auch hier ein paar Steine gab. Ja, achso.
Nochmal. Nein, einfach nur bösen Ritter. Nein, ich will. Gut. Ich hau ab. Tschüss. Ich will sie nicht töten. Wie gesagt, ich bin gegenüber den Rittern hier sehr pazifistisch. Denn die Ritter können nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Denn der böse Ganon, Aghanim hat sie ja so gemacht. Und das ist ja hier die Moblins allerdings, die klatsche ich gerne um im Quadrat. Ach nein, nicht wieder Glücksspiel. Scheiße. Kleines Spielchen gefällig. 30 Rubinen und kann 2 Truhen öffnen. Das mache ich doch jetzt mehrmals. Alles klar. Ich drück dir die Daumen. Denk gut nach, welche Truhen du... Okay, denk gut nach. Dann denken wir mal. Oh, ja. Gut. Echt mein Glück, oder? Yo. Machen wir nochmal. So. Eventuell gibt's hier ein Herzteil. Eventuell. Ich weiß es nicht. Yep. So, jetzt gucken wir mal, ob in den Truhen dasselbe drin ist. Nein. Na, das ist ja geil. Oh mein Gott. Ich mach's noch zweimal. Ich will nur noch zweimal mehr eure Zeit verschwenden. Denn eventuell gibt es halt ein Herzteil da drin. Oh Mann. Mom. Entschuldigung. Also, sie musste jetzt innerlich so lachen. Das ist doch nicht wahr. Ich krieg doch die schlechtesten Sachen, die es gibt auf dieser Welt. Also, da es 30 Rubine kostet und man 2 aufmachen kann, denke ich, hier gibt es schon irgendwas drin zu finden. Komm, gib's mir. 10 Pfeile, ist ja schon mal eine Steigerung. Und jetzt die Truhe hier. Ich habe nachgedacht. Wow. Wow. Wie geil. Okay, gut. Glück muss der Spast haben. Und mit Spast meine ich mich. Oh, du bist böse. Alles klar. Ja, aber dich... Gut. Den kann man nicht töten, sondern der läuft einfach nur auf uns zu und ich habe Angst, dass er uns irgendwas klaut. Ist das ein See? Der hässlichste See der Welt. Habe noch nie so einen hässlichen See gesehen. Was war denn hier? Okay, es sieht aus, als wenn da eine Treppe drunter ist. Hinter dem Speer des Dämonen. Alles klar. Uiuiuiui. Das sieht mir aus wie ein Dieb, der mir irgendwas klauen will. Ich will den gar nicht erst an mich ranlassen. Ich muss den Dorfältesten suchen. Moment. Nein. An die Schatztruhe. Das mit dem Herzteil war toll. Jawoll, ja. Ja, da, also hätte ja noch mehr ausgeben können. Scheiße, 300 Rubine. Warum wird das nicht vorher angezeigt? Warum legt er nicht den Rest der Rubine wieder zurück? Nein, macht er nicht. Kennt er nicht. Da kennt er nichts, der Link. So, gucken wir einmal in der Welt, was sich hier hinter den Sachen verbirgt. Nichts. Nun gucken wir in der richtigen Welt, in der schönen Welt. Oh, und hier ist nämlich alles noch so richtig. Hier, schön falsch ausgewählt. Müssen wir den Holzflock nämlich kaputt machen. So, und wir finden auch nichts. Gut. Das war wieder mal kleine Zeitverschwendung für uns alle. Aber hey, Spaß ist trotzdem irgendwo versteckt. Wer ihn findet, darf ihn behalten. So, nein. Schlopp. Weg. Ich fall da schon durch. Pufft. Ich mach die Stäbe ganz platt. Ich schön. Brauchen wir nichts. In einer gefährlichen... Quatsch. Das ist so niedlich. Welch damit... Wo bist du, Dorfältester? Bist du der Baum? Dies ist das Dorf der Verbannten. Kein... Ich glaube, die Diebe wollen einfach nur meine Rubine. Hoch, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keinen normalen Menschen gesehen. Lass uns ein wenig plaudern. Da steht doch mitten im Dorf eine Drachenstatue, nicht wahr? Oh. Die Leute behaupten, sie können unter der Statue ein Mädchen um Hilfe rufen hören. Eine merkwürdige Sache, oder? Wie ich es mir also dachte. Da gibt es nämlich dann doch ein Geheimnis. Dies ist das Dorf der... Alles klar. Okay, das ist cool. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass es kaputte Häuser, begehbare kaputte Häuser in Kakariko. Heilige Scheiße, sind das wohl die hässlichsten Hühnchen, die ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott. Oh, können mich Zombie? Gut, wir probieren es jetzt dann mal in der Schattenwelt. Denn, was ich euch damals zeigen wollte, wenn man nämlich Hühnchen ganz oft angreift, passiert etwas Schönes. Mal gucken, ob das auch mit den Zombie-Hühnchen hier passiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Wir können es aber probieren. Schabalu. Oh mein Gott, Zombie-Huhn. Fuck. Okay, ausweichen. Okay, wunderbar. Wir haben den Angriff der Zombie-Hühner überlebt und das Huhn ist auch nicht mehr sauer auf uns. Ja, das passiert nämlich, wenn man Hühner zu oft angreift. Dass es mit Zombie-Hühnern funktioniert, das wusste ich nicht. Finde ich sehr cool. Bibelbubelbabab. Auch wenn ich die Bombe so falsch gelegt habe, wie man sie nur hätte falsch legen können. Warum sieht das aus wie ein Dungeon hier? Nochmal, Rubine. Ach du Kacke, nein. Oh, fuck. Oh, das Geld ist für immer weg. Wir haben jetzt ungefähr 500 Rubine einfach so
verschenkt. Ah, das ist schade. Das ist wirklich schade. Die Hütte ist auch kaputt. Na, so viele Rubine für nix. Brennen. Wo ist denn der Dorfälteste, heilige Möhre? Hier. Nee, da. Was? Ich muss doch mal glatt in der Nase popeln. Ich finde den Dorfältesten nicht. Ich bin zu doof. Gut, vielleicht ist er in der Bibliothek unter Kakariko. Aber. Nee. Er ist hier halt nirgends, ne? Da waren wir drin, da waren wir. Hier wird nichts. Nee. Gut, dann gucken wir doch mal nach ganz unten. Und rennen ein bisschen gegen die Wand, weil. Allerhand. Nicht. Vielleicht versteckt er sich wirklich in der Bibliothek. Die Bibliothek, die wir nur von hier erreichen können. Oh, wer bist du denn? Nein, ich komme an dich nicht ran. Oh Gott. Oh Gott, bitte. Oh Gott, du bist ja fast so toll wie mein Kartoffelfreund. Oh Gott, ich befreie dich. Harre aus, mein kleines, großmaulbarschiges Superwesen. Nein, ich komme noch nicht ran. Leider. Aber bald. Bald schon ist die Zeit gekommen, um Großmaulbarsch zu retten. Und ja, auch hier kommen wir nicht weiter. Das ist... Oh, gab's da was zum Aufbomben? Nein. Gut. Ja, wir kommen nicht... Achso. Das war sowieso nur der Schießstand. Da hätte ich sowieso nicht hingemusst. Sag mal, wo muss ich denn hin? Bin ich bescheuert? Und ja, um mir selber die Frage zu beantworten. Jawohl, ja. Gut, dann gehen wir einfach... Oder sollte ich zu den anderen Dorfältesten? Aber das ist ja Sahasrala. Der... Da gibt ja auch keinen Sinn. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich bin ja... Hirn, aktiviere dich mal bei Gelegenheit. Danke sehr. Bitte, bitte, bubs, bub. Okay, von hier nehme ich. Oh, mein Gott, Max. Mein Gott. Peinlich, peinlich. Bin peinlich berührt. Hallo. Schnarch. Diese Flöte hat meinem Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist er? Geht es ihm gut? Oh, ich verstehe. Dein Blick verrät mir alles. Bitte behalte nur die Flöte und spiele dem großen Dorfvogel eine Melodie vor. Oh. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur noch mal sehen könnte. Oh, ja. Also, der Blick hat halt auch verraten. Das war halt auch meine Annahme damals. Dass sein Sohn leider wirklich, ja. Wir haben ihn immerhin zum Baum gemacht. Wir haben ihn der Natur übergeben. Großer Vogel, flieg und sieg. Oh, 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 kleine Schnabeltier. Flieg und sieg. Oh Gott, bist du süß. Kleines Schnabeltier, klein süßes, wunderschönes Schnabelwesen. Was machst du denn? Du haust einfach ab. Was, kann ich dich jetzt drücken? Nein. Kann ich dich so drücken? Nein. Steht da was drauf? Nein. Wo ist denn... Spielen wir nochmal? Oh, Schnabeltier! Ach nee, ach wie, ach wo. Ach geil. Schnabeltier, ich möchte dich gerade knutschen. Jawoll, ja! Teleportationssystem von Zelda entdeckt. Yummy. Oh. Nein, ich tue euch nichts. Ihr dürft mich angreifen, so oft ihr wollt. Ich tue euch nichts. Ihr könnt nichts dafür. Ich hau einfach ab. Tschüss. Das ist natürlich cool. Funktioniert das denn auch in dieser Welt? Ich glaube, ich muss dabei stehen bleiben. Mein Lieblingsschnabeltier kommt nicht mehr. Hier war ich schon drin. Das war das ganz wert. Gut, aber ich glaube, der Junge meinte, dass wir ihm hier das zeigen sollten. Wodurch er uns das Geheimnis verrät, dass wir nämlich das machen sollten, was ich gerade gemacht habe. Also, dem großen Vogel im Dorf die Melodie vorträllern. Warum? Jetzt haltet ihr nur einen aus, aber wenn mein Schwert aufgeladen ist, haltet ihr zwei aus, weil dann trifft euch der Schwertflug, nämlich bevor das Schwert euch trifft, nehme ich an. Dem muss wohl so sein. So viel Geld, so viel Geld. Hör auf, mich zu belästigen. Oh, weg hier. Oh, das ging sogar gut. Schlieb, bubidibu. Wo gehe ich denn lang? Ich will nicht in den Wald. Doch, ich muss in den Wald. Ja, darauf habe ich eine Lust. Moment. Okay, es gibt mehrere Eingänge in den Wald. Oh, heilige Möhre. Aber gab es hier nicht einen Stein? Ich glaube, hier gab es einen Stein in der Nähe.
wo ich auch nochmal gegenrennen kann. So, erstmal weg mit euch. Nee, denn hier war ich noch nie vorher. Sehr gut. Dann gehen wir einfach zurück. Ah, ich stehe auf dem Busch. Okay, macht nix. Sehr gut. Ab in den Wald der Freude. Oh, ist das ein kackhässlicher Dreckswald. Der Wald der Freude ist richtig eklig. Na, hier stirbt ja alles. Oh, Moment. Moment. Nintendo? Nintendo, kann das denn wahr sein? Moment. Was ist denn das hier? Oh, 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 Nintendo. Naja. Naja. Das wusste ich nicht. Das, kenne ich schöner. Und sogar von Vorstadt-Cinderella. Mensch, Mensch, Mensch. Gar nicht mal so hübsch. Ich hasse euch. Ich euch hasse ich auch. Ich hasse euch alle. Weg, 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 weg. Stirb doch mal. Danke. Ja, ich weiß, es ist nur ein Insekt. Es kann nichts dafür, dass es so doof ist. Aber okay. Gegenlaufen bringt nichts. Bombe gegenlegen. Schlappe die Wups. Stirb, Knochen. Zauberpulver natürlich drauflegen. Verwandel dich. Fick dich. Gut. Der Knochen, mit dem können wir nichts machen. Dann gehen wir doch mal nach rechts, da wo ich auch eben gerade war und dann wieder zurückgegangen bin, weil ich dachte, das wäre eine wahnsinnig kluge Idee, wieder zurückzugehen. Ich mag diese Tentakel-Sexwesen überhaupt nicht. Kann ich hier durch? Jawohl. Okay, da ist eine Höhle oder nur ein Loch. Es sieht mir aus, als wenn das nur ein Loch wäre und ich da gar nichts erreichen könnte. Das sieht nicht schön aus. Das sieht mir aus wie ein Friedhof. Und jetzt komme ich raus. Das war der Wald. Nun gut, dann gehen wir doch jetzt erstmal hier lang. Bevor ich dann dort den Dungeon irgendwann entdecke. Genau, hier rein nehme ich. Babli babu. Die beiden... Nein, oh. In einer gefährlichen Welt. Hier waren mal die beiden Sägemeister, ja. Die an dem Baum gesägt haben, nämlich an... Dem da, oder? Moment, ist es der hier gewesen? Puff. Oh, eine Fee haben sie mir drin gelassen. Und ich bin aber voller Feen und... Ja, oder nee, an dem hier haben sie dran gesägt, richtig. Ich bin jetzt einfach nur gegen, weil ich dachte halt, in der Zeit jetzt, da wo sie nicht mehr sägen und eventuell fertig sind mit dem Sägen... Moment, Bombe legen. Sieht mir so aus, als wenn es hier ein Geheimnis gäbe. Dass der Baum da jetzt nur angeknackst wäre. Ne, bringt nichts. Oder haben sie an dem gesägt? Ich glaube nicht. Puffidipuff. Nee, war dann doch schon der Drober. Der Drober? Der Typ, der hier streamt, kann nicht reden, aber ist geil. So, dann gehen wir jetzt wieder hier lang. Oh, warum muss ich immer Wespen befreien in letzter Zeit? Immer. Aber wo lang muss ich denn? Ich weiß es nicht. Ich hasse dich, kleines Schlangenwesen. Dann jetzt nach unten. Okay, dann gehen wir jetzt nach unten. Ih! Oh, wow, was? Ist... hallo? Ich werde bescheuert und dafür gibt's nicht mal was. Ich werde komplett bekloppt. Was sollte das denn bitte? Wir sind nämlich dann mal an den falschen Eingang reingegangen, denn es gab ja noch ein... Eingang. Bei Kakariko, nämlich, wenn wir jetzt rauskommen, dann rechts. Ich bin fast tot von einem Tentakel-Sex-Monster. Es hat mich fast alleine getötet. Wow. Was Bosse und Ganondorf nicht schaffen, schafft ein Tentakel-Sex-Monster. Wahnsinnig. Ey. Bo. Und das erinnert mich an Yoshi's Story. Ich liebe Yoshi's Story. Wupp. Oh, ich kann euch einfach stunnen. Oh, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ich depp. Oh, ich hätte so viel Zeit sparen können, ne? So, du klaust mir kein Schild. Nee, nee, nee. Du Like-Like-Verschnitt. Und... ich glaube nicht. Ich will auch gar nicht runterfallen. Ich habe jetzt gerade volle Energie und das ist kein Dungeon-Eingang. Also ein Loch im Boden ist kein Dungeon-Eingang. Kann ich hier so vorbei? Jawohl. Ja, aber ich kann das nicht kaputt machen. Gut. Spring, hüpsi, tot. Aha. Und? Dungeon? Jawohl! Na, ist das was Schönes? Wir haben den Dungeon gefunden. Wir sind wunderschön. Wie komme ich denn darüber? Ich glaube gar nicht. Enterhaken. Gut. Gehen wir nach rechts. Aha. Interessant. Schubsen wir dich runter?
Das haben wir. Ey, die Karte! Stimmt, ich muss in dem einen Dungeon auf jeden Fall noch die Karte finden, damit ich die 100% auch erreiche. Und nu? Also wir haben jetzt die Karte und nu? Das war's. Moment. Drücken? Nein. Wir haben keinen Schlüssel, wir haben keinen Nichts. Bin ich blöde? Der. Gibt es einfach noch mehr Eingänge als nur... Oh mein Gott, ich befürchte etwas, nämlich, dass es noch mehr Eingänge gibt, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Also es gibt noch mehr Eingänge als den, den wir eben gerade nur gesehen haben. Na heilige Scheiße, freue ich mir ein Astloch. Ja, da drüben ist nämlich noch einer. Das wird spaßig, das wird schön. Das kann dann doch ein bisschen dauern. Ja, schön. Mumins! Mumins! Ich liebe Mumins! Kleine, kleine Mumie! Wow, 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 die mächtigste Supermumie. Wow, wow, aber auch massige Magie, aber trotzdem, Mumi. Ill! Oh, oh, töte dich, Hand, so. Das ist ja eklig. Ich mag diese Hände nicht, die gab's auch schon in dem Zelda da... Autsch! Die gab's auch schon in dem Zelda davor und da kamen die einfach so aus der Wand raus. Das fand ich ja wahnsinnig eklig. So, erstmal alles töten, wofür es natürlich nichts gibt, dann drücken, nein, dann drücken, nein. Ich muss auf die Geräusche, genau, darauf nämlich achten. Das heißt immer, Achtung, böses Wesen will vom Himmel nach Oa, Oaha. Hä? Kann ich etwa... Moment. Alles klar, gut. Aber das alles machen wir beim nächsten Mal. Wir sehen uns hier an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. So lange, euer Funk Royal. Over and... Ich weich der Hand noch schnell aus. Over and out.